Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf den Frühling von Kalle, den Ultramapper. Keine Angst, wir fahren keine Rüben. Wir verklappern das jetzt nur, aber ich wollte erstmal Geld wegschreiben. Wir haben viel zu viel Geld jetzt auf einmal. Weil das nimmt und nimmt kein Ende, ne? Ganz ehrlich, also ich habe auch, nimmt mir auch im Moment so ein bisschen Spaß an der Frühling. Dieses olle Gejappel hier, ne? Ich bin ja ganz ehrlich, ne? Und es nimmt und nimmt kein Ende, ne? Aber wir machen gleich was anderes. Weil die restlichen Rüben, die verklappere ich alle. Weil im Endeffekt, ich brauch's nicht. Ich habe 100.000 Liter, knapp 100.000 Liter jetzt ins Silo getan. Wir haben ja einen Wagen da schon weggetan, ne? Mit Rübkes. Also Rübennassschnitzel gemacht. Und liebe Leute, ich brauche Feedback. Passt das so mit den Tönen? Ich habe jetzt zu Weihnachten ein neues Headset gekriegt. Erstmal frohe Weihnachten noch. Und ich nehme jetzt nicht nur über Monitor Audio aus, sondern über das Headset. Ich brauche Feedback von euch, was Töne angeht. Ich sage das jetzt in fast jedem Video, was ich erstmal aufnehme, weil ich Feedback brauche. Ich habe gestern ein Testvideo gemacht und hochgeladen und ich fand, da waren die Töne ein bisschen leise. Also der Ingame-Sound und so. Da habe ich das höher gestellt um 10%, aber ich brauche jetzt euer Feedback. Weil jeder guckt es anders. Der eine guckt es laut, der andere guckt es leise. Wenn ich es auf dem Fernseher gucke, war es ein bisschen leise. Und da ich ja jetzt mit 7.2 Surround sozusagen aufnehme, sind die Töne natürlich auch irgendwie ganz anders, ne? Muss ich auch dazu sagen, ist für mich auch erstmal alles ein bisschen ungewohnt, ne? Alter, ich habe da keinen Bock mehr drauf, ne? Man muss ja runter vom Feld. So, das haben wir. Das mache ich nachher weiter. Du musst jetzt erstmal zum Hof. Weil dich brauche ich da. Du könntest nämlich rein theoretisch jetzt anfangen zu fliegen. Wir müssen gucken, was wir machen müssen. Ne? Wir müssen nur eine Fläche Sonnenblumen ernten. Und wir müssen anfangen mit Bogenbearbeitung. Das ist schon mal ganz wichtig. Wir haben schon viel so viel Geld. Aber was müssen wir denn machen? Müssen wir fliegen? Ist voll ungewohnt, ne? Hier ein neues Headset. Ja, hab ich von Mama zu Weihnachten gekriegt, ne? Richtig schickifeini. Und ganz ehrlich, ist ein Top-Teil. Gefällt mir richtig gut. Aber wie gesagt, ich brauche Feedback. Oh, die 3 muss geflügt werden. Okay, da war Mais drauf. Hier müssen wir hinterher aufflügen. Ich würde sagen, wir schnappen uns mal einen Flug, ne? Jetzt habe ich das abgehabt, ne? Jetzt ist mit der Brille und so. Ist alles noch nicht perfekt. So, jetzt sitzt der Onkel wieder richtig. Abfahrt. So, kriegen wir hin, ne? Chikramo, schon wieder rüben vorne, Mann. Ich wollte einen Flug. Ich will mal ein bisschen fliegen oder so. Wenn ich ihn dann wiederfinde. Ah, da hinten in der Ecke, ne? Und wir könnten aber auch erst mulchen, ne? Müssen wir ja eh. Weißmulchen. Genauso gut. Nochmal ein Bild, ne? Ich hab noch eine Neuerung, ne? Ich hab. Ach, falsche Baustelle, ne? Der Lars hat mir zu Weihnachten wieder was Neues geschickt, ne? Aber. Den werden wir auf die Ostsee mit reinnehmen, ne? Den werde ich auf der Ostsee noch mit reinnehmen. Das muss der sein, ne? Der hat mir nämlich einen neuen Schlepper geschickt.
Ja. Den hier. Den werden wir uns auf der Ostsee kaufen. Ich habe ihn selbst noch nicht ausprobiert. Aber ich finde, auf der Ostsee wird der gut mit reinpassen. Dann brauchen wir noch einen Schlepper, ne? Guck mal, dann kannst du hier alles wie immer, ne? Man ist Last Standard, ne? Also. Guckt euch das an. Hupe mit Warnschild, GPS, ne? Ne, das wollen wir nicht. Guckt euch. Oh, guck mal. Anbaubock? Nee. GPS. Die Basisfarbe kannst du ja auch natürlich ändern, ne? Kannst natürlich in Schwarz machen hier und dann schicke weiße Felgen, ne? Den werden wir aber auf die Ostsee mit reinnehmen, ne? Aber nur, dass ihr Bescheid wisst, der Lars hat mir wieder einen schönen Schlepper geschickt, ne? Also ist er schon richtig cool, ne? Also. Thank you, Lars, ne? Ist so Premium, ne? Na, es ist ein richtig fein Fitti, ne? Ich sehe immer Svenny mit so genialen Schleppern versorgt, muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Ne? So, ich hoffe, ich rede laut genug, weil im Moment klingt das alles auch ungewohnt, ne? Aber das ist halt so. Am Anfang ist alles neu, da muss man sich erst dran gewöhnen. Ja, das ist wohl so im Leben, ne? Also wir wollen ihn mulchen, dass wir dann noch fliegen können, ne? Hier wollen wir auch mulchen. Automatische Breite. Alles klar, wir gehen hier hin, Punkt setzen, zurück. Wir setzen einen B-Punkt. Also brauchst du kein GPS hier bei einer anderen Miles to have. Guck mal, jetzt läuft der Laden, ne? Der Vorteil ist, wir können es drüben übernehmen. Ganz krass vermutlich, ne? Oder wie es eben hier mal drüber mulchen. Bei den Sonnenblumen mache ich das ganz gerne, bin ich ja ganz ehrlich. Finde ich schön, ne? Und bei den Maisstoppeln, ja, ich weiß nicht, muss man das unbedingt? Ja, Maiszünsler hat das, glaube ich, den Vorteil, ne? Stellenweise fangen sie hier bei uns auch an, aber viele machen es auch nicht, ne? Also, muss man ganz ehrlich sagen. Ich glaube, der Trend geht da noch nicht so hin. Hier bei uns in der Ecke. So, das haben wir. Das läuft, ne? So, rundum nehmen, fix. Mache ich ganz gerne das Vorgewinde als erstes, dann brauchst du hinterher nur noch die Born fahren, dann ist fertig. Ne? Zumindest ich mache das gerne, so, ich bin nur ganz ehrlich. So. Lauf den Laden, ne? So soll es sein, so muss es sein. Einfach Bock, den hier zu sehen. Den nächsten immer wieder. Das ist richtig voll schlimm.
Guck, guck, läuft. Siehst du hier schlecht, ne? Wie siehst du es wahrscheinlich gar nicht? Wasser steht, ne? Haben wir hier eine GPS-Bar? Diese? Mach doch noch mal. Ja, sind im Dashboard, ne? Ich krieg die zweite Webcam nicht in OBS. Ich weiß nicht, wo der Hase da begraben liegt. Ich hoffe, mein Neffe kommt jetzt zu Weihnachten mal vorbei. Vielleicht kann der mir das beantworten. Ich habe keinen Plan, ne? Sie wird dann irgendwie nicht angezeigt. Wenn, dann geht die eine. Dann geht die andere nicht. Oder... Dann geht die so im Dashboard-Cam, dann geht die Setup-Cam nicht. Ich habe keinen Plan, woran das liegt. Ich bin da echt überfragt. Ich kann mir nur vorstellen, weil es zwei von derselben Marke sind, aber das war es ja eigentlich auch nicht. Ich hatte ja noch die andere. Das ging ja auch schon nicht mehr. Ich kann euch nicht sagen, woran es liegt. Ich bin da echt überfragt. Bin ganz ehrlich. Ich habe keinen Plan, deswegen können wir jetzt erstmal so, ich kann sie im Dashboard nutzen, ja, aber vor euch zeigen ist dann doof, ne? Wie willst du das machen? Deswegen müssen wir uns im Moment so ein bisschen so behelfen. Und dann geht ja auch, ne? Würde ich mal sagen. Oder? Ja, sicher, wir werden das so. Wasser auf die Fläche. Oh, nicht schön. Ja, ist nicht schön. Schön blöd. Also guck mal. Das ist auch gleich fertig schon, ne? Der Rückzug. Zuki. Schicki feini, ne? Ich finde, das läuft hier richtig gut. Wenn die ohne Rügen nicht drauf wären, ne? Dann haben wir ja noch echt Kopfschmerzen. Sehe kein GPS. Fürs Bete und dann ist gut. So sparen. Oh, bin schon ein bisschen fit. Du brauchst ja länger zu Knöpfe drücken, dass du dann ans Mulken kommst, ne? Weil du erstmal hier ein Knöpfchen drücken musst und da noch ein Knöpfchen drücken musst. Wenn du dann ordentlich Speed drauf hast, ist das nicht so einfach. So, wo waren wir denn? Hier, ne? Siehst du? Auf den Laden. Aber liebe Leute, ich sag jetzt erstmal danke fürs Zugucken bis hierher, ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich ja echt über ein Däumchen freuen, mich ja ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal und die wollten nichts mehr verpassen. Dann würde ich mich echt über ein Abo freuen und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!